Herr Uhl, wir treffen uns hier in den Elbland-Kliniken in Meißen. Und Meißen war ja in den letzten Tagen und Wochen der zentrale Punkt in den Elbland-Kliniken in Sachen Covid-19. Mhm. Wie stellt sich denn die Gesamtsituation im Moment oder wie stellte sie sich denn in den vergangenen Wochen dar? Na gut, am Anfang von Covid-19 tatsächlich war es für uns so, dass wir eine neue Situation vor uns hatten, die so noch nicht geübt wurde, sage ich jetzt mal. Wir mussten schnell reagieren, das haben wir auch dank aller Mitarbeiter, die damit geholfen haben und haben tatsächlich dann auch hier eine eigene Covid-Station errichtet, auch mit Intensivbetten und das ging relativ gut vonstatten. Wie gesagt, man musste sich da auch ja immer wieder auch nochmal anpassen, verändern und das haben wir gut gestemmt. Jetzt mittlerweile haben wir keinen Covid-Patienten mehr im Haus, was nicht heißt, dass das immer noch kommen kann, aber wir sind bereit dafür. Und jetzt müssen wir wieder zum Regelbetrieb auch zurückkommen. Es ist ja auch die klare Ansage auch vom Ministerium gewesen, ihr könnt auch wieder andere Fälle behandeln. Wir haben ja immer Fälle behandelt, aber auch elektive Fälle, sprich Fälle, die jetzt nicht so medizinisch prekär waren. Und da hoffen wir, dass wir jetzt auch schnell wieder in diesen Modus, Normalmodus, hineinfinden. Nochmal ganz kurz zurück zu dieser Krisensituation. Mit welcher Gefühlslage kommt man denn früh zur Arbeit, wenn das so langsam Fahrt aufnimmt? Naja, es war jeden Tag spannend, deswegen, weil wir nicht wussten, was auf uns zukommt. Und es gab ja immer wieder auch dann Voraussagen, dass mehr Patienten auf uns zukommen. Und dafür waren wir gewappnet. Wir waren froh, dass das nicht gekommen ist, weil das natürlich dann immer auch nochmal eine andere Stresssituation ist. Aber es war natürlich trotzdem immer wieder jeden Tag aufs Neue, wie ist die Situation. Großes Thema in den Medien in den vergangenen Monaten, die Mitarbeiter bzw. die Belegschaft von Krankenhäusern oder von Altenheimen. Wie haben Sie sich denn geschlagen, die Mitarbeiter in Meißen, Riesa und Radebeul? Ja, überall, an allen Standorten, auch in Großenhain, mit der Reha haben wir viel zusammengearbeitet. Also ganz großes Lob, kann man nur so sagen. Alle haben mitgezogen, alle haben wirklich mehr gegeben als normal. Das muss man auch in diesen Zeiten. Und da ist nicht nur das medizinische Personal gemeint, sondern alle drumherum. So ein Krankenhausbetrieb besteht ja nun mal aus ganz vielen Bereichen. Und die 3000 Mitarbeiter haben da wirklich ganz Tolles geleistet. Und so konnten wir auch gut durch diese Phase durchgehen. Was haben denn die Mitarbeiter gemacht, die gar nicht so gefordert waren in dem Moment? Also ich denke da mal jetzt an den Arzt im OP zum Beispiel. Naja, im Grunde genommen hatten wir ja trotzdem noch Normalbetrieb, also Patienten, die nicht Covid hatten. Und für da ging das natürlich dann normal weiter. Vielleicht in einer reduzierten Form und trotzdem haben wir dort weiterhin ja diese Patienten behandelt. Und da war Normalbetrieb. Wie kam es bei den Patienten an? Ja, gemischt. Ne? Die haben auch immer wieder nachgefragt und wir haben natürlich auch durch unsere Hygienemaßnahmen, Änderungen, Besuchsstopp, hier immer wieder dann auch Patienten vertrösten müssen, beziehungsweise die Angehörigen. Und das haben die schon gemerkt, aber es haben auch alle akzeptiert. Wie war die Gefühlslage so? Also akzeptieren ist ja das eine, aber wie war so die Gefühlslage, wenn man niemanden zu Besuch bekommen kann über mehrere Tage? Ja, schon schwierig. Und so ein Besuch, der trägt schon dazu bei, dass jemand in der Genese, also sprich in einem Aufenthalt, sich besser fühlt. Und das ist schon ein wichtiger Punkt. Deswegen müssen wir da auch wieder hin, dass Besucher wieder in die Häuser kommen, mit gewissen hygienischen Voraussetzungen. Mit welchen Erfahrungen gehen Sie jetzt raus aus der Krise? Mit ganz vielen Erfahrungen. Natürlich hat man auch gemerkt, was zum Beispiel Einkauf von Schutzausrüstung angeht, was es da für Hürden geben kann. Aber insgesamt würde ich sagen, sind wir jetzt auch vorbereitet, auch auf solche Pandemien und ja, haben davor jetzt keine Angst, sondern vielmehr wir wissen, wie wir das handeln sollen. Jetzt ist wieder Regelbetrieb angesagt oder zumindest der Weg in den Regelbetrieb. Ja. Was sagen Sie denn jemandem, der sagt, ich habe da trotzdem noch Berührungsängste? Naja, es gibt hygienische Voraussetzungen, die muss jeder einhalten, Mundschutz und so weiter, auch Händedesinfektion. Und solange das eingehalten wird, ist das Risiko gesenkt. Es ist nie null, würde ich sagen, aber es ist sehr stark gesenkt. Und von daher sollte das kein Problem sein. Wie leistungsfähig sind denn die Bereiche jetzt? Naja, wir haben im Grunde auf allen Stationen Personal besetzt. Wir sind in allen Häusern bereit für alle möglichen Patienten, die wir vorher auch behandelt haben. Und von daher würde ich sagen, sind wir an dem Punkt, wo wir vorher waren, mit dem Einschnitt, dass wir auch Covid-Patienten jederzeit wieder intensiv behandeln können. Wie können Sie das jetzt gewährleisten, dass Sie trotzdem Regelbetrieb jetzt immer noch gewappnet sind für einen eventuellen Anstieg
von Covid-19? Naja, wir haben jetzt diese Bereiche geschaffen, hier in Meißen, aber auch Verdachtsstationen auf, in den anderen Häusern. Das heißt, sobald ein Patient in unsere Häuser kommt, der als verdachtsvoll eingestuft wird, können wir den dort hinlegen. Das Personal weiß ganz genau, was gemacht werden muss. Testung, auch der Umgang mit dem Patienten. Und von daher, da sind wir jetzt drauf vorbereitet. Wie haben Sie sich denn von der Politik vertreten gefühlt in den letzten Wochen? Da kann ich nur sagen, also wir haben natürlich die Politik wahrgenommen als diejenigen, die uns auch weiterhin unterstützt haben. Es gibt verschiedene Meinungen dazu. Ich bin der Meinung, wir wurden gut von der Politik behandelt, also wenn man das so sagen kann. Wir haben Ausgleichszahlungen bekommen, das heißt finanziell sind wir gut auch durch diese Zeit durchgekommen, ohne Probleme, und von daher kann ich da eigentlich nichts Negatives sagen. Letzte und abschließende Frage, Uri. Was ist die Botschaft an den Zuschauer? Also wir als Applanting sind jederzeit für Sie bereit, egal mit was für einem Problem Sie zu uns kommen. Wir werden Sie medizinisch super behandeln und wir werden alles machen, damit Sie schnell genesen. Nutzen Sie das bitte auch, denn Gesundheit ist wichtig. Schieben Sie es nicht raus, gehen Sie auch zu den niedergelassenen Ärzten. Das ist ganz wichtig. Gesundheit ist das höchste Gut, was Sie haben.